Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Night of the Dead. Ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeforscht im Internet und habe tatsächlich was rausgefunden. Und zwar hat jemand geschrieben, eine Stunde Ingame-Zeit entspricht circa 5 Minuten realer Zeit. Das ist das, was wir ja stehen hatten. Das war die 120, die wir jetzt hatten. Die längste Zombie-Welle ging 4 Stunden Ingame-Zeit. Somit verbleiben 20 Stunden Ingame-Zeit oder eine Stunde 40 Minuten realer Zeit. Das wäre das. Wir hätten eine Stunde, das heißt, jeden Abend kommt eine Welle. Wenn wir das hier runterstellen. Aber was heißen diese Minuten? Das passt ja dann gar nicht, oder? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich teste das mal. Ich lasse das mal auf 60 stehen. Da gucken wir mal, was passiert. Weil je länger wir das rauszögern, desto länger dauern die Tage. Also muss man an einem Tag immer viel machen. Darum geht's ja. Wir müssen an einem Tag viel schaffen, weil die Nächte halt immer sind, ne? Night of the Dead. Deswegen halt auch Nacht des Todes. Oder Nacht der Tode. Weil wahrscheinlich jede Nacht die Wellen kommen. Und, ja. Und, ja. Das werden wir jetzt mal testen und ausprobieren. Ob das klappt. Schauen wir mal. So. So, da wären wir wieder. Wir haben Stunde 18. Und jetzt schauen wir mal, wie lange das dauert, während ich hier so rum existiere. Der Totenkopf wird aber auch nicht irgendwie voll, ne? Warum auch immer, keine Ahnung. Vielleicht resettet sich das auch immer irgendwie. So, wir wollten noch ein paar Erhöhungen bauen, ne? Damit wir auch ein bisschen drüber gucken können. Hatten wir ja auch gesagt gehabt. Ich will jetzt ungern nachts ein bisschen hier rumlaufen. Wir haben schon wieder keine Haare. Doch, jetzt haben wir Haare. Wie kriegen wir das denn hin? Müssen wir dann Fundamente bauen? Bestimmt, ne? Also normale... Ja, ich glaube, es macht, glaube ich, Sinn, wenn wir... Ich glaube, so normale Treppen ist, glaube ich, jetzt nicht so der... Oder? Ich meine, gut, das würde gehen. Aber dann haben wir oben keine Plattform, ne? Dann haben wir nur eine Treppe. Niedriger. Ach so, und ich kann es eh nicht höher machen. Weil vielleicht jetzt auch hier der Dings im Weg ist, ne? Wahrscheinlich... Ist hier, ja, ich denke, es ist Dings im Weg. Ich denke, es war der Zaun im Weg. Irgendwas kommt. Oh nein, ernsthaft? Ja, das ist ja blöd. Das ist ja blöd gelaufen für ihn, dass er in eine Stachel rennt. So, können wir nochmal ein paar Spikes bauen? Nee, ne? Oder? Doch, geht. Nein. Ich wollte anknüpfen. Hatten wir ja gesagt, ne? So. Ja, okay. Dann haben wir hier auch wieder ein bisschen mehr gemacht. Das ist sehr schön. Okay, Stunde 19. Ah, jetzt fühlt sich der Kreis auch ein bisschen schneller. Okay, verstehe. Also, war das wirklich so, dass wir 5 Minuten für eine Stunde haben bei 120? Und das sind jetzt, das ist jetzt ein bisschen weniger. Das heißt, wir haben jetzt eine Stunde 4, das ist, glaube ich, die normale Einstellung. Eine Stunde 40 Zeit für einen Tag. Aber warum ging das... Ja, jetzt geht es auch viel schneller mit dem Kreis oben. Der füllt sich jetzt viel, viel schneller. Ich würde das tatsächlich aber trotzdem auf Dings lassen. Ich speichere, gehe nochmal zum Titel, auf diese 120 Minuten. Die 120, da habe ich ein bisschen mehr Zeit, finde ich. So, Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt, einfach Kurt. Und zwar hätte ich gerne die 120 Minuten. Dann haben wir 5 Minuten in-game. Und dann haben wir ja... Ich weiß nicht, ob wir das Doppelte dann haben. Ich habe jetzt natürlich nicht drauf geachtet, bei 60 Minuten, wie lange wir jetzt da Zeit haben in-game. Vielleicht sind es 10 Minuten dann. Oder so.
länger oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist ja auch egal, spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall habe ich da jetzt mal das so ja, nachgeguckt, rausgefunden. Das ist supi. So, dann lassen wir das auf 120 stehen, das ist gut. Der Ring füllt sich ja jetzt. Oder füllt sich der jetzt auch, weil es halt Nacht wird? Das kann natürlich auch sein, ne? So, ich gehe mal wieder in die Ego-Ansicht. So, ach, wie schön. Ein Traum. So, was wollten wir? Wir wollten eigentlich so eine Dings gebaut haben. Eine Treppe, die wir jetzt nicht mehr bauen können, weil wir die Spikes gebaut haben. Aber ist nicht schlimm. Wir können uns trotzdem mal ein bisschen bemühen. Konnten wir Plastik schon bauen eigentlich? Ich frage für einen Freund. So. Wir gucken mal. Wir können. Oh, eine Fackel brauche ich. Das wäre mal ganz geil. Können wir eine bauen? Die können wir aber nicht hinstellen, ne? Die ist nur für die Hand. Hm. Ich bräuchte eine zum Hinstellen. Das wäre supi. So. Konnten wir Plastik bauen? Dazu müssen wir. Oh, wir müssen unbedingt den Dings herstellen. Den Forschungstisch. Den brauchen wir. Das ist hier. Da brauchen wir Holz. Weil da können wir mit unseren Forschungssachen auch neue. Das wäre ganz gut. Das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir den Forschungstisch, nicht Tasch, mein Gott, Forschungstasch, der Tasch. Ah, guck mal, jetzt füllt sich's. Okay, also füllt sich's dann Abend erst ab Stunde 19. Okay, gut zu wissen. Den Forschungstisch dann sollten wir auf jeden Fall bauen. Ich würde gerne noch eine Kiste bauen, aber die können wir, glaube ich, auch nicht bauen, ne? Doch, oh ja, definitiv. Die baue ich auf jeden Fall. Und die würde ich auch dahin bauen wollen. Scheiß auf den Stuhl, ganz ehrlich. Wenn wir das hier nur so annähernd irgendwie da in die Ecke kriegen. Oder beziehungsweise eher so hier hin. Finde ich das, glaube ich, ganz gut. Ja. Können wir noch eine bauen? Jo. Dann würde ich sagen, stellen wir die Kiste, glaube ich, hier hin. Vor den Spinden so ein bisschen. Und drauf geht nicht, ne? Jetzt hier oben drauf. Nee, ne? Das geht nicht, okay. Da oben drauf geht's aber. Ja, das ist supi. Wenn das möglich ist, würde ich das gerne machen wollen. Die Hütte können die ja wahrscheinlich nicht einreißen, ne? Also weiß ich nicht. Denke ich mal, hoffe ich mal nicht. So. Machen wir das doch mal. Sehr schön. Dann würde ich mal ein bisschen einsortieren. So, warte mal, Benzin hatten wir schon irgendwo, ne? Das war hier. Das kann hier rein. Munition hatten wir auch schon hier. Die Münze. Was haben wir denn hier alles drin? Ei. Wir haben noch ein Ei. Wir haben Samen. Hier haben wir auch noch mehr Samen. Habe ich gerade was gehört? Ich dachte, ich hätte... Natürlich. Ist das sein Ernst? Ernsthaft jetzt? Er schreit, oder was? Will er mich verarschen? Das glaube ich jetzt nicht. Was mit dir? Hau ab, Mann! Ich habe sie gepeinigt. Steht er da rum und brüllt einfach. Hallo, hier sind sie. Oder hallo, hier. Ja, komm, nehme ich mit. Der ruft einfach die Leute. Ich glaub's ja wohl. Was ist denn da los? Mann. Gott sei Dank haben wir das jetzt mit den Einstellungen geregelt. Das finde ich supi. So. Ich hätte gerne, wie gesagt, hier noch in der Base noch Licht. Aber es gibt ja anscheinend ja Strom. Das heißt, man kann ja auch Strom erzeugen. Das finde ich supi. So. Was wollte ich jetzt? Ich wollte... Achso, einsortieren. Da waren wir stehen geblieben. Der hat mich jetzt ganz aus dem Konzept gebracht. Mit seiner Brüllerei. So. Was haben wir denn hier? Batterien haben wir nicht. Haben wir noch ein Benzin? Nein. Da haben wir noch Munition. Die kommt hier rein. So. Das hört sich mal an wie eine Tür. So, den Rest packe ich jetzt erstmal hier rein. Die Forschungsdaten hatten wir auch schon irgendwo. War das hier? Jo. Oh, okay. 100 ist maximal. Pass auf, dann nehme ich den Pilz mit und mache hier noch. So. Hier kommt jetzt der ganze Rest rein. Schießpulver hatten wir da auch schon, oder? Nee, hatten wir noch nicht. Okay. Dann machen wir hier erstmal. Das muss später alles noch sortiert werden.
Harz, Ranke, Pilz, Ast, Euter, Pilz. Oh, wir haben sogar ein besseres Messer bekommen. Das sieht gut aus. Das sehr, sehr geil. Habe ich gar nicht gesehen. Bearbeitetes Leder. Das da. Haben wir die? Warte mal. Doch, Batterie. Hatten wir doch, wollte ich gerade sagen. Ja, ich bin da auf dem Stand der Dinge. Da. So. So. Ja, das muss jetzt noch alles... Das wird jetzt erstmal alles seinen Weg finden. Stück für Stück. So, ich würde jetzt erstmal hier oben wieder das alles so hinpacken. Den Hammer, ganz ehrlich, den brauchen wir eigentlich nur zum Bauen, ne? So, die Pfeile packe ich mal dahin. Eisenerz und Stein und Blätter. Das sind ja auch so Materialien, die zwischen so... Weißt du? Hast verstanden, ne? Die man zwischendurch zum Bauen braucht, die würde ich vielleicht mal... Ein paar Baumaterialien würde ich vielleicht mal hier reinpacken. Genau wie den Hammer auch. Blätter. So. Gummi. Toll. Jetzt haben wir nichts für Gummi. Haben wir hier noch Baumaterialien reingepackt? Ranke. Da kann das Gummi mit rein. Stoff brauchen wir auch. Plastik. Weiß nicht, ob ich das alles drüben noch reinkriege. Ich glaube nicht, ne? Ranke ist voll. Tatsächlich. Komm, die 24 Äste nehme ich mit. Dann sortiere ich das mal eben so. Stein. Kleiner Stein. Eisen, Kalkstein, Eisenerz, sehr schön, so. Na, hallo? Ja, dann packe ich das mal eben da rein. So, dann haben wir wenigstens ein aufgeräumtes Inventar, das finde ich ganz super. Entschuldigung, das Rohr müssten wir mal, glaube ich, reparieren. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Dann können wir da ganz in Ruhe uns drum kümmern. Wir brauchen dafür einen Stoff, ein Plastik. Weil ich will jetzt nicht immer mit den ganzen Sachen hier rumrennen. So, ein Stoff, ein Plastik. Ich muss jetzt erstmal gucken. Deswegen auch wahrscheinlich die Schilder. Ein Plastik. Kann ich den aufteilen? S für eine. Dann nimmt aber alles. Kann ich die irgendwie... Was heißt denn eine mit S? Hälfte A? Ah, okay, wenn ich S gedrückt hatte, macht der... Oh, okay, ich verstehe. Ah, ich muss... Okay, ich muss S gedrückt halten und dann mit der rechten Maustaste... Ah, alles klar, okay. Das muss man auch erstmal wissen. Ganz schön dunkel hier, ne? Weiß halt, wie gesagt, nicht, ob er die Fackel irgendwo hin platzieren kann. Wir können die spaßeshalber gleich mal bauen. Aber erstmal möchte ich jetzt meinen Rohr reparieren. Mein Rohr. So, jetzt habe ich mein Rohr repariert. Und... Die Fackel. Die konnten wir wo herstellen? Im eigenen Inventar, ne? Einmal Benzin, einmal Stoff. Das haben wir. Jetzt muss ich kurz gucken, wo wir es haben. Einmal Stoff. Da haben wir einmal Stoff. So. Und einmal Benzin. Das müsste hier sein. Hallo? Wir haben voll viel Benzin, ne? So. Bauen wir mal. Und einen Ast haben wir auch gehabt. Was passiert damit? Das kann ich bestimmt nicht platzieren, ne? Nee, natürlich nicht. Aber ich kann schlagen und gleichzeitig Licht. Gut, das geht mit der Taschenlampe natürlich auch. Finde ich supi. Hey, ja, Mama. Hey, ja, Mama. Hey, ja, Mama. Hey, hey. Hey, ja, Mama. So, Freunde. I'm ready for fighting. Ihr könnt kommen, ihr Säcke. Aber das Licht ist, glaube ich, Taschenlampe ist, glaube ich, ein bisschen besser, weil wir da auch ein bisschen auf Entfernung gucken können, ne? Es ist schon gruselig, muss man sagen, ne? Wenn man so guckt. Oder wenn man jetzt so das hier macht. Und dann so mit der Taschenlampe so rausguckt. Ist schon gruselig. Ich erwarte, wie gesagt, jeden Moment, dass der Slenderman irgendwo in der Ecke steht. Gut. Hallo? Ich bin hier. Ja, schön, dass wir die Fackel gebaut haben. Die kann man leider nicht platzieren. Ich dachte, gibt's denn... Oh, warte mal, hier, Licht. Öllampe. Oh, können wir sogar herstellen. Eine Wandleuchte. Oh, warte mal. Oh, Moment. Einen Moment, bitte. Das machen wir doch direkt mal. Also, was brauchen wir denn dafür? Lass mal gucken. Wir brauchen 50 Blätter, 5 Stück Eisen. 5 Stück Eisen. 1, 2, 3, 4, 5...
50 Blätter. Wir haben keine Blätter. Was brauchen wir noch? Einmal Holz. Haben wir, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Glaube nicht. Nee. Und ein Benzin. Benzin haben wir, glaube ich, da. Ja. Sehr schön. Pass auf, dann gehen wir mal eben Holz hacken. So. Mitten in der Nacht gehe ich Holz hacken. Für eine Öllampe. Oder generell für eine Wandleuchte. Ist mir auch gerade egal. So, warte. Aber ich will die haben. Ich will diese Lampe haben. Ich will testen, wie die ist. Aber wir haben innen kein Licht. Ich finde es mal blöd, die Taschenlampe zu benutzen. So. Axt und so mache ich jetzt erstmal kaputt, ne? Oder beziehungsweise Spitzhacke auch und so. Damit wir, wenn wir dann quasi soweit sind, dann können wir dann die anderen Sachen nutzen. Nein, Messer auf der 3. Blätter. Alter, da ist aber schon eine Hausnummer. Puh. So, Level up. Aufgestiegen sind wir wieder. So. Aber ich finde es super, dass man auch sein benutzerdefiniertes Spiel einstellen kann. Das ging, glaube ich, damals noch nicht, wie ich gespielt habe. Wenn ich mich recht entsinne. Kriegen wir keine Blätter? Warum kriegen wir keine Blätter? Yes, ja, yes. Yes or no? Wow, jetzt kriegen wir wieder Blätter. 50 Stück waren das gewesen, ne? Wie viel haben wir denn? 47, okay. Blätter, Geißel der Menschheit. Ich habe das Gefühl, das Messer geht schon wieder kaputt. Deswegen dauert es so lange. Aber wir haben ja noch ein besseres Messer. Das geht bestimmt richtig schnell damit dann. Ich glaube, wir haben genug Blätter, ne? Ja, sehr schön. Ich düse zurück. Düse im Sauseschritt. So, ja. Die Nacht bricht herein und ihr wisst, was das heißt. So, aber ich würde jetzt gerne erstmal die Lampe bauen. Ich hoffe, die funktioniert ohne Strom. Also hoffe ich mal. So. Achso, ein Holz fehlt uns noch. Ich und mein Holz. Warte. So, ein Holz herstellen. Und dann gucken wir mal. B wie Baumenü. Wandleuchte. Können wir hier platzieren? Was sehr schön ist. Hat er zumindest gerade angezeigt. Ja. Das sieht auch eher aus wie eine Fackel, ne? Ich mach das mal hier so hin. Hier ist ziemlich mittig im Raum. Hier oben ist gut. Oder beziehungsweise eher hier hin. Ist das so? Ja, so hätte ich es, glaube ich, gerne. Ja, so. Oh ja. Oh ja, Freunde. Das sieht doch schon eher gemütlicher aus. Jetzt haben wir auch hier ein bisschen Licht in der Bude. Und können ja auch gucken, ohne dass wir... Ich würde gerne noch eine zweite bauen tatsächlich, aber da brauchen wir wieder Blätter für. Das Messer hat sich jetzt gleich sowieso erledigt. Weiß nicht, ob wir das irgendwie zerstören können oder schreddern können. Guck mal. Und jetzt sieht es auch so aus, als wäre das bewohnt. Wenn wir noch ein paar Lampen mehr einbauen. Oh ja, das können wir nächstes Mal machen. Ein paar Lampen einbauen, da freue ich mich schon drauf. Das wird richtig gut. Oh ja, Freunde. Das wird gut, aber was nicht gut wird. Ihr wisst, was es heißt, ne? Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen Pfeile bauen und... Oh, was brauchen wir denn alles dafür? Eisen. Jetzt habe ich natürlich kein Eisen mehr, ne? Doch. Wir müssen jede Menge Pfeile bauen. Ja, weil die Wellen und so, ne, die werden uns ja, glaube ich, erschlagen. Holzspeer brauchen wir auch. Stell dir auch mal ein paar her. Das ist erstmal unsere Vorbereitung. Und so, Samen, warte mal, das haben wir ja aber gekriegt. Das können wir ja wieder einsetzen. Wo haben wir denn die Samen? Hier, Sarisamen. So, haben wir sonst noch irgendwas? Blätter und Ranken können wir zurücklegen. Brauchen wir gerade nicht. So, und dann kann das Messer auch, glaube ich, erstmal auch weg. Das, glaube ich, austauschen mit dem hier. Pack ich das dahin? So, Pfeil, Spitzhacke, Axt, Fackel. So,
sortiere das gerade mal ein bisschen. So, das brauchen wir auch gerade nicht. Da Holz auch nicht. Können wir auch nochmal eben hier einsortieren. Das muss alles, wie gesagt, noch sortiert werden. Das ist alles noch ein bisschen blöd. So, dann weiß ich, was wir haben. Ich würde es mal eben umplatzieren. Und zwar Messer packe ich mal hier hin. Die Axt kommt dahin und die Spitzhacke kommt dahin. Die Fackel kann draußen bleiben. Ja, ich packe das mal hier hin, dann können wir das essen unterwegs, zwischendurch. Und genau, dann haben wir das passt. Dann haben wir auf der 1 das Rohr, auf 2 haben wir den Bogen und auf 3 die Speere zum Werfen. Sehr schön. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir beim nächsten Mal die Kundschaft überleben, die wir hier bekommen werden. Und ja, kann ich hier rauf? Ah, das wäre schön, noch auf ein Dach zu gehen. Ja, Freunde, das wird dann quasi unsere, in Anführungsstrichen, zweite Nacht, 1.1, würde ich sagen. Denn, ja, wir wissen jetzt, wie es geht. Wir haben eine Wand gebaut, eine Defense Wall, die wird hier ein bisschen aufhalten. Wir müssen irgendwie noch eine Treppe bauen, das können wir nächstes Mal noch ganz schnell machen. Dass wir die noch bauen. Und dann schaltet ihr wieder ein, denn dann geht's in Welle 1, würde ich sagen. Datum heißt bestimmt Tag, ne? Tag 1 wahrscheinlich. Ja, Tag 1 endet. Wir haben viel erlebt und ja, mal gucken, ob wir die Nacht 1 überleben werden. Aber das erst, ich weiß, kleiner Cliffhanger, es tut mir leid, aber ja. Ich muss jetzt ja mal zusehen, dass ich die Folge schneide und rendere und so. Und ja, also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen auf euch. Bis dann. Tschüss.